Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich jede Menge einzelne kleine Telefonteile mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich aufschlussreich darüber sind, was wir da eigentlich genau für Menschen in der Telefonleitung sitzen haben. Richtig, jede Menge betrügerische Aktivitäten und jede Menge Menschen, die uns die Kohle nur einfach so aus der Tasche stehlen möchten. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefonteilen. Doch zuerst, falls noch nicht geschehen, wäre es ganz nett, wenn du den Kanal abonnierst, am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann verpasst du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Hartmut? So sieht's aus. Wie kann ich Ihnen helfen? Netter Herr, schauen Sie am Apparat so ab. Und ich rufe Sie, ich bin John aus der Finanzdepartement. Netter Herr, in 2020 haben Sie eine kleine Investition gemacht bei Skyline Markets. Und jetzt, die Investition ist abgeschlossen. Und der Betrag, der sich aus Ihrer Investition bei der Bank ergibt, Betrag 100.000 Euro. Jetzt, möchten Sie abheben oder mehr investieren? Was wollen Sie machen? 100.000 Euro, was sind das für ein Betrag? So, es gibt ja gar nicht die Zahl. Wie bitte? Ich habe nicht gehört, war ein bisschen Problem. Die Zahl, die Sie gesagt haben, die existiert nicht. Netter Herr, Sie haben investiert in 2020 250 Euro bei Skyline Markets. Und jetzt, die Investition ist abgeschlossen und der Betrag, der sich aus Ihrer Investition bei der Bank ergibt, Betrag 100.000 Euro. Wir sind in London, eine Börse. Skyline Markets mit diesem Geld, oder was? Skyline Markets, ja. .com oder? England, netter Herr, England. Also Skyline Markets Punkt und dann? Skyline Markets oder Finanzdepartement. Na was denn du? Also ich muss ja irgendwie auf die Webseite drauf kommen. Wie bitte? Skyline Markets Punkt und weiter? Ja, Skyline Markets. Ja, ich will ja die Webseite aufrufen, da brauche ich jetzt noch die Endung. Ja, können Sie gucken, kein Problem. Naja, dann sagen Sie mir doch die Endung, dann kann ich gucken. Hallo, ich warte. Ja. Sie sollen mir die Domain-Endung sagen. Netter Herr, ich verstehe nicht gut, weil ich bin nicht Deutsch. Ich rufe Sie aus England. Können Sie bitte langsam sprechen? Wenn Sie mich nicht verstehen, dann frage ich mich, warum Sie hier anrufen. Ich meine, so funktioniert ja Kommunikation nicht. Dann geben Sie mir bitte mal einen Kollegen, der mich versteht. Warum suchen Sie Skyline Markets? Lass mich erklären. Am Ende. Jetzt, hier in meinem System steht, dass Sie sagen. Sie haben. Herr Skyline Markets, Punkt und weiter. Skyline Markets, aber Sie haben hier investiert bei Skyline Markets. Naja, und dann sagen Sie mir doch die Domain, die Webseite. Was Website? Na, von Skyline Markets. Unsere Plattform ist Refundment. Also jetzt kommt immer noch ein neuer Name dazu, Google oder was? Netter Herr, wir sind alles connected, zusammen. Verstehen Sie? Nee, das verstehe ich überhaupt nicht. Wollen Sie gucken unsere Plattform? Geh bei Google und schreib Refundment. Aber wenn Sie sagen, ich habe bei Skyline Market was investiert, dann möchte ich jetzt die Webseite dazu aufrufen. Ich mag eine Frage, weil nicht. Ich habe keine Zeit. Ich mag nur eine Frage. Haben Sie investiert früher, ja oder nein? Wollen Sie nur schnell das Geld betrügen und dann sich wieder verpissen, ne? So ist das gedacht. Ja, und ich will deine Frau hier mit mir. Schöner Betrüger. Ganz peinlich. Ja, du kannst doch überhaupt nichts. Mark, du kannst doch gar nichts. Haben Sie Kinder? Es geht dich einen Scheiß an. Scheiße. Ja, und dann hat er aufgelegt. So stellt man sich das doch vor. Man hat von mir Geld gefunden. 100.000 Euro.
Also 100 Euro und 1000 Euro wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht. Und wenn man dann einfach nach deiner ganz normalen Webseitenadresse fragt, das bekommen die dann schon nicht hin? Es ist doch, also was will man denn dazu jetzt noch sagen? Es ist doch der absolute Burner. Also nennt er mir da drei verschiedene Webseitennamen? Denn wenn ich dann einfach nur nach der Endung der Domain frage, damit ich die blöde Webseite endlich aufrufen kann, von wo er aus anruft, dann nuschelt er sich immer irgendwas zurecht, antwortet gar nicht und sagt immer, ich soll, geh bei Google. Ja, bei Google finde ich die Webseite nicht, wenn ich die Domain nicht vernünftig eingebe und nicht weiß, wie es geschrieben wird. Dann kann er mir doch einfach sagen, wie die blöde Webseite heißt und dann kann ich dann nachgucken. Ja, aber richtig, das Problem ist hier wieder, der hat keine Webseite. Der hat überhaupt gar keine Webseite. Das ist einfach nur irgendein Lutscher, der anruft und von den Leuten Geld haben will. Und am Ende, naja, meldet er sich nie wieder bei euch. Gibt ja auch noch die anderen Betrüger, die dann später nochmal anrufen, aber der klingt hier definitiv nicht so, als würde da ein professionelles Callcenter hinstecken. Das ist einfach nur peinlich. Wenn man da einfach drei verschiedene Webseiten sich zusammennuschelt, irgendwas meint, sie sind alle connected, er ruft aus England an und er könne keine Fragen beantworten. Also wieso ruft er denn an? Also wozu ruft er bei mir an, wenn er keine Fragen beantworten kann? Richtig, kann nur Betrug sein. Was anderes kann da definitiv nicht dahinter stecken. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Okay, aber wir machen es aus. Wir haben eine E-Mail. Hallo? Ja. Ja, grüße Sie. Ich bin Mario Beer. Ich spreche gerade mit der Popa. Jack. Ja, und von wo aus rufen Sie an? Hallo, Herr Pierk? Ja, was möchten Sie denn? Also, ich höre Sie abgehakt. Sie hören mich besser, oder? Ich höre Sie. Okay. Also ich melde mich von der FCA-Regulationsbehörde. Haben Sie das über uns gehört, oder? FCA kennt man ja. Was möchten Sie? Also Sie meinen, Sie kennen, also Sie haben über uns gehört. Darf ich auch von Ihrer Seite auch was wissen, was Sie gehört haben von uns? Was möchten Sie denn von mir? Ah ja, er ruft von FCA-Regulationsbehörde an und ich soll mal sagen, was ich über ihn gehört habe. Also es wird ja immer skurriler, was hier für Leute anrufen. Jetzt hat er hier schon tatsächlich an der Stelle auch aufgelegt und weiß nicht mehr, was er uns noch mitteilen möchte. Ich weiß es nicht. Also hier ging es doch garantiert wieder darum, dass man angeblich Geld von mir gefunden hat und man mir das jetzt auszahlen möchte und damit ich dann nochmal beschissen werden kann. Was anderes kann es ja nicht sein. Also der will von irgendeiner Regulationsbehörde angerufen haben. Oh Gott, schämen die sich eigentlich selber nicht? Hören die sich da manchmal selber überhaupt zu? Also es ist doch so peinlich, was die da vom Telefon treten. Das Gestammel ist doch so unglaublich. Wie kann man damit Erfolg haben? Es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, guten Tag. Mhm. Ja, hallo, schon guten Tag. Telefoniere ich mit Herr Walter Steiner? Ja. Grüße Sie, ich rufe Sie vom Blockchain-System, Bitcoin-Netzwerk, Herr ja. Steiner. Wie geht's Ihnen erstmal? Alles gut? Nee. Ist gut? Was passiert? Was ist los? Das ist doch egal. Hab ich Ihnen gestört? Was möchten Sie denn? Ich möchte Geld von Ihnen haben. Das bekommen Sie nicht. Ich brauche Geld von Ihnen. Sie schulden mir Geld. Nö. Kennen Sie mich nicht? Nö. Vielleicht kennen Sie mich von der Stimme. Nö, aber es wird mir auch aber zu Sie blöd. Können wir lassen. Nein, wir lassen gar nicht, weil ich komme zu dir. Ja? Na dann. So, gib mir mein Geld. Nö. Dass du mir schuldest. Doch, nee. Musst du mir das Geld geben. Ich brauche das Geld. Walter. Haben Sie irgendwie eine Zwangsstörung oder sowas? Was? Ob Sie eine Zwangsstörung haben. Ja. Ja, merke ich. Ja, das merkst du. Was machst du beruflich? Was ich beruflich mache, geht dich nichts an. Bist du schwul? Das geht dich auch nichts an. Na, leg auf jetzt. Leg doch selber auf. Ich kann nicht. Ja, dann hast du Pech gehabt, dann musst du halt deine Statistik versauen und nichts verkaufen. Oh, du deutsche Kartoffel. Deutsche Kartoffel. Schwein.
Schwein, du isst nur Schwein. Ja. Ja. Du so dreckiger Mensch. Ja. Toll, und was bist du denn? Ich bin ein guter Mensch. Aber ganz bestimmt. Nicht so wie du, ein dreckiger Mensch. Ja. Mhm. Und wie kommst du denn zu der Annahme? Willst du meinen Namen wissen? Nee, wie du zu der Annahme kommst. So willst du das wissen? Naja, du erzählst doch so einen Scheiß. Leg mal auf jetzt. Nö. Weil du hast mein Zeit... nee. Leg mal jetzt auf. Du kannst ruhig deine Statistik selbst versauen und selber auflegen. Hast du nicht was anderes zu tun? Nee. Ich hab Zeit, um deine Zeit zu verschwenden. Hast du Zeit, meine Zeit zu verschwenden? Ja. Warum? Bitte, leg auf, bitte, bitte. Nö. Bitte, du Wichser. Ja. Bitte, du Wichser, leg auf jetzt. Erzähl mehr von deiner Familie. Du dreckiger Bastard, verpiss dich, Hurensohn. Hast du aber eine gute Erziehung genossen von deiner Mutti. Verpiss dich. Ja? Schnauze halten jetzt. Sind deine Eltern stolz auf dich, dass du so eine Schnauze benutzt? Ja? Schnauze halten, du kleinen Wichser, du. Na, Hurensohn, du. Verpiss dich, du Hurensohn. Ja. Oh, toll. Ja. Mensch, da ist aber schöne Wörter gelernt. Schwull. Schwull. Ja? Geh weg. Bist du ganz stolz auf dich, ja? Hau ab! Ja? Hurensohn. Oh, gleich weint er. Gleich weint er. Hau ab jetzt, Hurensohn. Ja? Oh. Musst du selber auflegen und deine Statistik versauen. Ja, und dann hat er selber aufgelegt, um seine Statistik zu versauen. Aber was fällt einem da eigentlich noch zu ein? Das sind die Menschen, die euch vom Finanzmarkt anrufen und ja, euer Geld verwalten wollen. Das kommt dann dabei raus, wenn man da mal irgendwo nicht mitgespielt hat. Dann rufen die in ihrer Freizeit während ihrer Arbeitszeit an, wenn gerade kein weiterer Datensatz da ist, und dann kommt sowas dabei raus. Es ist schon irgendwie interessant. Aber ich finde es auch echt interessant, dass solche Menschen, also solche Menschen, hier bei uns anrufen. Also, woher kann der sonst Deutsch? Wir werden den ja wohl hier irgendwie mal irgendwann aufgenommen haben. Ich meine, sonst wäre es ja komisch, warum er Deutsch kann. Ich meine, gut, die bieten ja auch Deutschkurse an, um die Deutschen dann zu bescheißen. Steht ja auch sogar so in den Facebook-Gruppen, dass die Deutschen alle widerlich sind und dass alle ausgerottet werden müssten, die Deutschen. Das schreiben die so in ihren Facebook-Gruppen. Ja, und solche Beiträge werden komischerweise nicht von der Zensur gelöscht. Nur wenn man was dagegen sagt. Naja, willkommen in unserem schönen neuen Deutschland. Es ist schon wirklich wahnsinnig, was die sich da eigentlich einbilden und erlauben. Ich meine, ja klar, kann ja sein, dass die kein Schwein essen. Aber na und? Also na und? Wo ist jetzt das Problem? Wer hat dem eigentlich diese Meinung ins Hirn geschissen? Anders kann man es ja wirklich nicht mehr ausdrücken. Es ist absolut unfassbar. Also die rufen einfach so ein bisschen die Leute in Deutschland an und beleidigen die dann ein bisschen. Es ist wirklich, da fehlen einem die kompletten Worte, was man dazu eigentlich noch sagen kann. Ja, außer dass es Kakerlaken sind. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Spreche Tag. Mit Herr, mit Frau Hudensack. Ja. Ich rufe von Firma Shop Online. Mhm. Ja. Also, da haben Sie vor ein paar Tagen bei uns bestellt, dieses Fremdgigant, und das Paket ist zurückgeschickt. Wie zurückgeschickt? Das ist angekommen, das habe ich hier. Haben Sie das bekommen oder noch nicht? Na klar, das ist alles da. Alles zu meiner Zufriedenheit. So, weil ich sehe im Computersystem, das Paket ist zurückgeschickt wegen einer falschen Adresse. Oder haben Sie das bekommen? Nee, das habe ich bekommen, das Paket. Okay, ist in Ordnung. Alles Gute. Okay, prima. Ja, das war wieder so ein Rückruf von der Tablettenhotline, die uns, ja, diese tollen Pillen und sowas alles da verkaufen wollen. Habt ihr ja schon öfters hier auf dem Kanal gehört. Und die rufen dann immer mal wieder zwischendurch nochmal an, um dann nachzufragen, ob das Paket auch angekommen ist. Beziehungsweise die sehen ja, dass das Paket eigentlich nicht angekommen ist. Um die dann aber so ein kleines bisschen weiter zu verwirren, sage ich denen dann jedes Mal, natürlich habe ich die Tabletten bekommen. Dazu verwende ich dann verschiedene Modelle. Also einfach nur, dass ich das Paket bekommen habe oder dass ich sie geklaut habe und habe dem das leere Paket zurückgeschickt. Ist natürlich keine von den Geschichten wahr.
Ich habe sowas natürlich nie angenommen und die Adresse, naja, die verläuft halt wirklich ins Leere, da wo das hinbestellt wird. Aber ist schon ziemlich nett. Ich meine, das nennt man hier tatsächlich Betrügerkundenservice, um einfach nochmal nachzufragen. Dieser Anruf hat eigentlich nur den Sinn, dass man dann da als Kunde dann eventuell sagt, oh ja, habe ich aus Versehen nicht abgeholt, habe ich nicht geschafft, können Sie das nochmal für mich bestellen? Das ist der Grund, warum die bei euch anrufen, weil die immer noch Geldhoffnung bei euch sehen, dass man da halt eben einfach nochmal eine Packung bestellt. Tja, was anderes steckt da auch wieder nicht dahinter. Ja, hallo. Hallo, guten Abend, ich spreche mit dem Herrn Peter. Wie kann ich denn behilflich sein? Wie bitte? Wie kann ich denn behilflich sein? Mein Name ist Julian. Und ich rufe Sie an von der Firma Markets Invest wegen einer Anmeldung, wenn Sie bei uns selber gemacht haben. Wen möchten Sie ihn sprechen? Mit dem Herr Peter Zauber. Mhm. Haben Sie auch einen Nachnamen oder heißen Sie nur Julian? Julian Bar. Bar. Julian, ja. Bar. Ja. Aha. Wo haben Sie denn den Namen her? Wie bitte? Wo haben Sie denn den Namen her, den Deutschen? Ach so, Sie wollen Spaß machen. Schönen Tag noch. Ich möchte eigentlich nur meine Frage beantwortet haben, weil Sie rufen ja bei mir an. Ja, und solche Kleinigkeiten reichen dann auch schon wieder dazu aus, dass Sie dann gleich auflegen, weil Sie die Frage mit dem deutschen Namen halt einfach schlichtweg nicht beantworten können. Tja, weil der ist halt einfach ausgedacht und gelogen. Warum auch immer die immer wieder diese dämlichen deutschen Namen nehmen, also ich meine... Es passt doch einfach nicht. Es ist doch einfach offensichtlich, dass da kriminelle Energie dahinter steckt. Warum sollte er sich so nennen und nicht mit seinem eigenen vernünftigen Namen anrufen? Oder sich meinetwegen noch einen Fake-Namen aus seinem Land ausdenken, in seiner Sprache, die Slang-Aussprache? Na, ihr wisst, was ich meine. Dass es einfach dazu passt. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach nur absolut unterirdisch. Naja, und da merken sie dann halt schon direkt, dass das aus diesem Gespräch hier nichts mehr wird, wenn der Kunde schon gleich von Anfang an irgendwelche komischen Fragen stellt. Tja, weil die können sie entweder nicht beantworten oder wissen halt dann direkt, dass das wieder jemand ist, der zu kompliziert ist, um den zu bescheißen. Ja, hallo. Hallo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Machen Sie mal da den Krach weg. Ja, aber machen Sie mal da bitte leiser. Der Krach ist nicht zu laut. Lauter sprechen. Nee, der Krach im Hintergrund ist zu laut. Lieber Herr, hier spricht wieder Neumann. Und ich rufe vom globalen Finanzmarkt an, wo Sie ein Interesse gezeigt. Richtig. Machen Sie mal da den Krach bitte weg. Wie bitte? Es ist mir zu laut bei Ihnen. Ja, es ist nur unsere Arbeitsatmosphäre, ja? Ist mir zu laut, Ihre Arbeitsatmosphäre. Ist zu viel Krach, stört mich. Machen Sie mal weg den Krach. Lieber Herr, Sie haben sich erfolgreich im Finanzmarkt registriert, richtig? Hören Sie mir überhaupt zu? Und Sie haben nicht Ihr Konto aktiviert. Hören Sie mir überhaupt zu? Ich höre, ja. Ja, und ich habe gesagt, es ist mir zu laut bei Ihnen. Machen Sie mal da den Krach weg. Ich kann nicht etwas ändern, weil es unsere Arbeitsatmosphäre ist. Ja, aber es ist ja grauenvoll. Es ist ja eine grauenvolle Arbeitsatmosphäre. Lieber Herr, ich rufe... Nee, nicht lieber Herr. Wir kennen uns ja gar nicht. Ich rufe vom Finanzmarkt an und ich würde gerne Ihnen bei der Aktivierung Ihres Konto im Finanzmarkt helfen. Möchten Sie Ihr Konto im Finanzmarkt aktivieren? Nicht mit so einem Krach, nein. Möchten Sie es jetzt machen? Habe ich Ihnen gerade beantwortet. Tschüss. Tschüss, Betrüger. Ja, und bei solchen Kleinigkeiten sind sie denn schon wieder hoffnungslos überfordert. Also es ist doch wirklich toll. Sie überhört und ignoriert jedes Wort, was ich ihr da sage, dass mich der Krach da im Hintergrund stört.
Da reagiert die gar nicht drauf, außer dass das ihre Arbeitsatmosphäre ist. Ist ja eine tolle Arbeitsatmosphäre. Also ich würde da bei so einem Krach nicht arbeiten wollen. Ist ja der absolute Burner und der Wahnsinn. Kein Wunder, dass sie da alle aggressiv sind mit der lauten Musik da jedes Mal im Hintergrund. Da kriegst du doch einen ganzen Tag lang Kopfschmerzen. Oh Mann. Naja, und so wollen die Leute bescheißen. Also teilweise versteht man die halt auch echt nicht mal am Telefon bei dem Krach da im Hintergrund. Weil es so laut ist, dass deren Stimmen da komplett untergehen bei dem, was die da am Telefon sagen. Und das soll man sich da geben am Telefon und dazuhören und da irgendwas einzahlen. Ich kann mir immer nicht vorstellen, wer da dran bleibt bei sowas. Ja. Hallo. Ah, Laura Lippenstift? Ja. Du bist aber keine Laura, oder? Was denn? Kommt drauf an, ne? Was möchten Sie denn? Ich möchte Sie abzocken. Das dachte ich mir. Ich weiß. Laura Lippenstift. Hast du den Namen seit langem, oder? Na klar. Oder vor kurzem? Nee. Hey. Weißt du, warum ich dich anrufe? Nee. Nein? Nee. Nee, du weißt schon. Ja? Du weißt schon. Warum? Oder weißt du nicht? Nee. Kann nicht sein. Du weißt schon, warum ich anrufe. Ja? Du weißt schon, warum ich anrufe. Aha. Ja, warum guck mal. Denn? Und dann ficke ich deine Schwester. Toll. In den Arsch. Ja. Damit es brennt. Ja, das mag die. Das mag die, ne? Ja. Bist du mir dankbar? Da steht die drauf. Bist du mir dankbar, dass ich das mache? Nee. Warum? Weil ich denke, dass du einen kleinen Schniedel hast. Was habe ich? Einen kleinen Schniedel. So, egal, Alter. Ist er immer noch da? Ja. Oder nicht? Ist er immer noch da? Siehst du? Aber wo weißt du denn, was für ein Dings ich habe? So geraten? Ja, ich kann hell sehen, weil ich bin Lippenstiftverkoster. Du kannst hell sehen? Ja. Kannst du auch meine Eier hell sehen in deinem Gesicht? Nee, wenn deine Eier in meinem Gesicht sind, dann sehe ich ja dunkel, weil da kommen ja düstere Zeiten. Ja, siehst du, du bist auch schlau genug. Ja, höchst intelligent. Echt intelligent. Ja. Warst du gut in der Schule? Nö. Nie gut in der Schule? Nee, ich hab die Lehrer immer verprügelt. Verprügelt hast du die Lehrer? Ja. Meinst du? Okay. Ja. Das ist aber nicht gut, ne? Warum? Ist aber nicht gut, ne? Aber warum? Wie kann man den Lehrer verprügeln? Na, indem man eine kleine Gummischlange nimmt und dann sagt, husch, hinfort mit dir, du böses Pferd. Ja, und dann sind die alle schnell weggelaufen. Alle schnell weggelaufen? Ja. Hast du keinen verprügelt, echt? Doch. Hast du gesagt, Lehrer. Ich habe nur so getan, als ob? Nee, die Lehrer. Bei denen habe ich dann immer eine Schlange rausgeholt. Ja? Ja. Aber sie reden so komisch. Warum? Ich habe keine Lust, mit ihnen zu sprechen. Das nur einfach so, nichts Persönliches. Nichts Persönliches. Oh. Nur einfach, wenn du ein bisschen enthusiastischer wärst, ja? Dann könnten wir ein bisschen länger reden, weil ich habe auch keinen Bock,
hier den ganzen Tag rum zu telefonieren. Okay, aber du telefonierst doch den ganzen Tag rum. Das meine ich ja, ich habe keinen Bock dazu. Meine ich, rede mit ihnen, mache ein bisschen Spaß. Ja. Weil es langweilig ist, Mann. Mhm. Sitzt du doch. Und sonst so dabei? Dein Computer. Was machst du da sonst so Schönes? Bitte? Was machst du da sonst so Schönes? Ich? Nix. Hm. Ich kiffe. Ja. Das dachte ich. Ich fange Arbeit an, gehe ich nach der Arbeit feiern. Keine Ahnung, was immer so läuft. Ja. Und ist ein bisschen Weißschnee. Ja. Zwischendurch der Arbeit, damit man sich ein bisschen wach hält. Ne? Hm. Sonst nichts. Sonst nichts. Interessant. Ich habe gerade einen Schluck Hafermilch getrunken. Sehr schön. Ja. Was machst Hafermilch du so? Hafermilch ist gesund. Keine Ahnung, ich trinke kein Milch. Nee. Also, was machst du so sonst, wenn du nicht telefonierst? Lippenstifte verkosten. Wie bitte? Lippenstifte verkosten. Lippenstifte verkaufen? Verkosten. Verkosten? Verköstigen, ja. Oh, isst du die oder wie? Ja. Warum? Du musst ja mal gucken, ob die schmecken. Das ist ungesund, oder nicht? Nee, nicht, wenn man die mit Vitamine nimmt. Da ist Erdbeerkäse drin und Leberwurst. Ah. Mhm. Lippenstift mit Leberwurst. Erdbeerkäse? Nee. Ah, also diese Würste, die man so als Lippenstift hat, ne? Die kommen so Wurst rein und kannst du schmieren, oder nicht? Kenn ich nicht, aber ja. Also irgendwas so in der Art, ne? Ha. Okay. Den ganzen Tag machst du das? Ja. Und sonstiges? Und sonst gucke ich aus dem Fenster und schmeiße kleine Papierkügelchen auf die Leute. Ja, das war was Schönes, ne? Das hätte ich auch gerne mit dir gemacht. Das wäre was Geiles. Kann man gut lachen, ne? Ja. Und was machen die, wenn die zum Beispiel getroffen werden, so im Kopf oder so? Wie reagieren die? Dann gucken die. Gucken die? Ja. Und sonst? Nur gucken dann, oder wie? Dann wink ich. Dann winkst du? Ja. Kommt da keiner, die in die Fresse hauen oder nicht? Kommt keiner ran. Kommt keiner ran? Nee. Bist du verschlossen in deinem Zimmer oder wie? Ja, ist zu weit oben. Ich meine, bist du verschlossen drin? Hält dich einer fest oder so? Nee. Oder bist du verrückt im Kopf? Ja. Bist du verrückt? Na klar. Wie soll das heißen? Psychopath? Hm. Ja. Oder? Hm. So hörst du dich heraus, Alter. Ich habe heute Morgen meine Mama gegessen. Sehr schön, guck mal. Ja. Weißt du, was wir zu Psychopathen machen, woher ich komme? Ja, aus Albanien. Wie bitte? Aus Albanien. Oder Kasachstan. Wo? Albanien. Warte, guck mal. Na? Weißt du, was die Leute machen, woher ich komme? Nee. Ja. Weiß ich auch nicht. Streicheln die sich gegenseitig den rechten Hoden? Ja, bitte? Die streichen sich gegenseitig den rechten Hoden. Den rechten Hoden? Ja. Mit einer Hand den rechten und mit der anderen den linken, ne? Nee. Die braucht man noch für die Antennen, um nach oben zu zeigen. Okay, in Ordnung. Mhm. Die Antenne oben zu steigen, ne? Was? Wie bitte? Ja. In Ordnung, dann Herr Lippenstift, Esser, Fresser, Wichser, was heißt du? Keine Ahnung. Ja, Laucherlippenstift. Laucherlippenstift. Ja. In Ordnung. Wünsche dir trotzdem alles Bestens. Das wünsche ich mir auch immer. Machst du gut, was du machst? Ja.
Ich hoffe, du hast noch Erfolg. Ja. Und ciao, ne? Auf Wiederhören. Tja, und täglich der neue Wahnsinn aus dem Callcenter. Ich verspreche es euch ja immer wieder. Schlimmer geht's hier immer noch ein kleines bisschen. Aber schön, dass er gleich zu Beginn des Gesprächs selbst zugegeben hat, dass das Ganze nichts anderes als Betrug ist von ihm. Naja, manchmal diskutieren die ja immer bis auf Teufel komm raus. Sie sind ja keine Betrüger und die wollen ja nur einem helfen. Ja, das sieht man dann, wenn sie dann hier nochmal anrufen und dann irgendwie ihre Zeit ein bisschen verplempern wollen. Ich weiß mal auch nicht, wie die jedes Mal dazu kommen. Aber interessant ist es dann trotzdem immer wieder zu hören. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr zum Thema Betrug und unserer Gesellschaft verpassen möchtet. Am besten gleich mit Glöckchen, weil dann bekommt ihr auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues hier auf dem Kanal gibt. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Schaut auch hier gerne mal rein. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.